Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute gebe ich dir einen relativ einfachen Tipp mit, wie du auf Dauer deinen Looks, dein Aussehen verbessern kannst und damit natürlich mehr Erfolg bei Frauen hast. Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir, wie gesagt, einen Tipp geben, eine Sache, die du dir aneignen kannst. Und das ist etwas, das man wirklich sich zur Gewohnheit machen muss. Das ist etwas, was ich mir auch gerade immer noch zur Gewohnheit mache, obwohl ich es mittlerweile sehr viel mache. Und das ist gerade interessant für Männer, die noch ein bisschen jünger sind, weil dort funktioniert es noch besser. Wenn du jetzt so im Alter 15, 16, 17, 18 bist, alles, was unter 25 ist, funktioniert das Ganze noch mal deutlich besser. Kann aber auch funktionieren, wenn du älter bist. Du brauchst dann nur mehr Ausdauer, musst ein bisschen länger dranbleiben. Also, wir haben ja schon ganz oft über das Thema geredet und ich habe dir auch schon oft gesagt, dass das Aussehen natürlich ein Faktor ist. Und ich bin der Meinung, dass man all die Faktoren, die man beeinflussen kann, optimalerweise beeinflussen sollte. Ne, natürlich, gewisse Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Du wurdest halt auf irgendeine Art und Weise geboren, du siehst auf irgendeine Art und Weise aus und irgendwo ist natürlich auch die Grenze des Möglichen. Deswegen sage ich immer, kleide dich gut, geh ins Fitnesscenter, siehst du, dass du einen fitten, durchdrehenden Körper bekommst und das ist sozusagen einfach, ja, das Maximieren, was du tun kannst, wenn es um dein Aussehen geht. Naja, dann gibt es natürlich auch noch diesen ganz anderen Bereich, wenn es dann ums Flirten geht, wie kommuniziert man mit der Frau, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, innere Glaubenssätze, das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema. Wenn du darum mehr Informationen haben willst, trag dich mal fürs Online-Coaching ein, das Ganze geht gratis. Erster Link in der Beschreibung, wenn du noch nicht eingetragen bist. So, heute wollen wir aber über eine spezifische Sache reden, die du machen kannst, um dein Aussehen zu verbessern. Und ich meine hier wirklich, wenn ich sage, das ist etwas, das du lange machen musst, dann meine ich, das musst du lange machen. Also, schauen wir uns erstmal an, wovon wir hier reden. Heute möchte ich reden über die, im Englischen heißt das Jawline. Im Deutschen würdest du es übersetzen mit, ja, deine Kieferlinie, könnte man vielleicht sagen. Und das kennst du vielleicht von prominenten Schauspielern oder sehr gut aussehenden Männern, die haben eine sehr stark ausgeprägte Jawline. Ich blende dir jetzt hier mal ein Foto ein oder ein, zwei, dann siehst du nämlich auch, was ich meine. Und blende dir mal ein Gegensatzfoto dazu ein. Ich glaube, dann wird relativ klar, man sieht, die Jawline von dem gut aussehenden Mann ist deutlich definierter, ist deutlich breiter und das sieht man auch von der Seite. Und das macht dein Gesicht attraktiver für Frauen, aber auch für Männer. Und das ist keine Sache, wo man jetzt sagen würde, das ist subjektive Attraktivität. Das ist schon ziemliche objektive Attraktivität im Sinne von, da wird dir fast jeder zustimmen, dass der Mann mit der besser ausgebildeten Jawline besser aussieht als der Mann, der zum Beispiel gar keine hat. Ne, das ist nicht persönlicher Geschmack, das ist ziemlich universal. Und deswegen ist das so ein interessantes Thema. Und natürlich kannst du deine Jawline jetzt nur begrenzt beeinflussen. Ist natürlich klar, dass mit was für einer Knochenstruktur du auch immer geboren bist. Aber da gibt es eine Sache, die man machen kann und die vor allem, wie gesagt, speziell für jüngere Männer sehr interessant ist. Unsere Jawline oder das Wachstum unserer gesamten Kiefer und auch unserer Gesichtsmuskulatur wird dadurch beeinflusst, an welcher Stelle unsere Zunge liegt, wie wir unsere Zunge in unserem Mund haben. Und das mag jetzt für dich vollkommen bescheuert klingen, weil du dir denkst, da habe ich doch noch nie drüber nachgedacht. Meine Zunge ist halt da, wo sie einfach ist. Und das habe ich mir auch gedacht. Denn als ich mir das angeguckt habe und gesehen habe, was die richtige Zungenposition ist, habe ich gesehen, dass ich das tatsächlich immer anders gemacht habe. Ich habe immer die falsche Zungenposition gemacht. Und das kann einen gewaltigen Unterschied machen, kann dafür sorgen, dass sich dein Gesicht ganz gewaltig anders entwickelt, als es normalerweise sich entwickelt hätte. Es gibt da ein Beispiel von so einem Jungen, der am Anfang sehr gut aussah und der dann angefangen hat, durch den Mund zu atmen. Und wenn du durch den Mund atmest, dann ist natürlich das ja alles viel entspannter, als wenn du jetzt durch die Nase atmest. Und durch die Nase atmest, ist das alles viel angespannter. Das heißt, hier findet ein ganz anderes Wachstum statt. Und dadurch, dass er durch den Mund atmen musste, weil er eine Allergie hatte, hat sich seine komplette Gesichtsstruktur verändert. Wie gesagt, es war ein jüngerer Mann. Und deswegen sage ich, ist das wichtig für die Jüngeren gerade speziell, weil dein Gesicht sich unter Umständen noch entwickelt. Was ist jetzt die richtige Zungenposition, von der übrigens auch jeder andere profitieren kann? Die richtige Zungenposition ist also am Gaumen. Deine Zunge sollte an deinem Gaumen sein und zwar möglichst die ganze Zeit. Ich kann dir das natürlich jetzt schlecht hier zeigen, weil ich kann nicht in meinen Mund reinfilmen, aber ich glaube, es wird relativ klar. Liegen sollte die Zunge, und das kannst du mal probieren, indem du einfach so ein N machst, so N, N, einfach mal diesen Laut N. Ganz natürlich wird sich deine Zunge oben an deinen Gaumen legen. Und wichtig ist, dass deine Zunge nicht vorne an deine Zähne stößt. Das heißt, so ein bisschen Platz quasi, da merkst du es auch, so ein bisschen Platz vor den Zähnen lassen, na, ein bisschen Freiraum lassen. Und dann sollte deine Zunge optimalerweise einfach oben am Gaumen ruhen, mit seiner gesamten Fläche. Das heißt, auch hinten.
Vielleicht wirst du feststellen, dass wenn du zu sehr hinten auch nach oben drückst, dass du dann nicht mehr oder keine Luft mehr bekommst. Dann ist das ein bisschen zu viel offensichtlich, weil dann blockiert das deine Luftröhre. Na, die Zunge sollte optimalerweise oben an deinem Gaumen ruhen. Offensichtlich nicht, wenn du sprichst, denn so kann man nicht sprechen. Aber wenn du ruhst, wenn du schläfst oder den ganzen Tag über. Auch wenn du kaust oder wenn du schluckst. Beim Kauen kriege ich das selbst noch nicht hin, das soll aber auch gehen. Beim Schlucken funktioniert das schon. Na, das kannst du auch mal probieren, einfach mal die Zunge oben an den Gaumen und dann mal schlucken, ohne die Zunge oben vom Gaumen zu entfernen. Und da siehst du auch den Unterschied. Wenn ich schlucke mit Zunge oben am Gaumen, ist deutlich weniger Bewegung im Mund, als wenn ich einfach so normal schlucke, sag ich mal so. Da ist deutlich mehr Bewegung drin. Ja? Und wenn du das machst, wenn du deine Zunge oben an deinem Gaumen ruhen hast, wenn du dir das angewöhnst, und das ist eine Sache, die man sich wirklich angewöhnen muss, dann verändert das auf Dauer die Struktur deines Gesichts hin zu einer besser definierten Jawline, weil deine Zunge den Gesamtkomplex Gesicht besser stützt. Ja, das macht dein Gesicht ein bisschen schmaler und stärkt diese gesamte Gesichtsmuskulatur auf Dauer und sorgt für ein anderes Wachstum. Automatisch musst du dann auch deinen Mund zumachen und das ist auch wieder besser, denn wenn du durch den Mund atmest, dann können Verformungen deines Gesichts entstehen. Und wie gesagt, das ist jetzt besser für Leute, die noch jünger sind, weil das Gesicht sich unter Umständen noch entwickelt. Für Leute, die auch wie ich schon ein bisschen älter sind, da kann man natürlich auch was verändern, aber das ist eine Langzeitsache. Das heißt, du musst das dann schon über ein paar Jahre machen, bevor du da vielleicht signifikante Unterschiede siehst. Aber diese Unterschiede kann es geben. Ne? Also du kannst diese Unterschiede hervorrufen, wenn du einfach dran bleibst. Und wenn man mal ehrlich ist, ist es jetzt nicht so das Mega-Ding, weil ja, okay, du musst es dir natürlich erstmal angewöhnen, die Zunge oben zu haben, aber wenn du es dir dann angewöhnt hast, dann lass es mal 1-2 Monate dauern. Wenn du es dir angewöhnt hast, dann musst du darauf keine Aufmerksamkeit mehr richten, sage ich mal. Das heißt, du gewöhnst es dir einmal an und dann machst du es halt den Rest deines Lebens. Und dann kann sich für den Rest deines Lebens das Ganze in positiver Weise für dich entfalten. Das heißt, einmal anwenden, einmal lernen und dann bleibt das so. Genauso wie beim Frauenansprechen. Ne? Einmal für ein paar Monate oder ein halbes Jahr wirklich diese Regelmäßigkeit des Frauenansprechen und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du für den Rest deines Lebens Frauen ansprichst. Vielleicht nicht in der gleichen Regelmäßigkeit, aber immerhin weiterhin. Wenn ich dir dabei helfen soll, kannst du dich gerne fürs Coaching bei mir bewerben. Das kommt gleich am Ende des Videos. Also, die Zunge unter den Gaumen oder nicht unter den Gaumen, oben an die Zungen, an die Munddecke gepresst. Am Anfang kannst du es üben mit mehr Druck. Ja, damit sich das so ein bisschen einschleift. Es geht aber am Ende des Tages nicht um den Druck. Es geht also am Ende des Tages nicht darum, dass du die ganze Zeit wie so ein Blöder so die Zunge oben an deine Mundhöhle drückst, sondern es geht darum, dass es auf Dauer einfach dort oben ruht. Ne? Und da muss sich halt die Muskulatur in deiner Zunge erstmal entwickeln. Wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache, aber das kann auf Dauer für eine Verbesserung dieses Jawline-Looks sorgen. Das ist der Tipp, den ich heute mitgeben wollte. Ein Tipp, an dem man wirklich langzeitig arbeiten kann, den du dir angewöhnen kannst für 1-2 Monate und dann ist es drin und dann kann das für den Rest deines Lebens deine Gesichtsstruktur verbessern, gerade wenn du noch jünger bist. Geil, dass du dabei warst. Hoffentlich hat dir das Video gefallen. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, fürs Coaching bewerben. Die ersten Plätze im nächsten Jahr sind jetzt verfügbar. Bewirb dich, bevor sie weg sind. Hier kommst du zu einem weiteren Video, wo es auch um mehr Erfolg mit Frauen geht. Schau da unbedingt vorbei, um noch mehr zu erfahren. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.